Die Regelung gilt seit Anfang des Jahres, doch Datenschützern ist sie ein Dorn im Auge. Elena, der elektronische Entgeltnachweis. Dafür werden Daten von Arbeitnehmern wie Einkommen und Beschäftigung, aber auch sensible Inhalte in einer Zentraldatei gespeichert. Ein Verstoß gegen das Grundgesetz finden tausende Bürger und reichten heute eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Schon eine Klage hätte gereicht, aber 14 volle Kisten sollen demonstrieren. Unmut und Widerstand in der Bevölkerung gegen Elena sind nicht zu übersehen. 22.000 Beschwerden angeliefert beim Bundesverfassungsgericht. Eine ähnliche Massenklage hatte hier vor 4 Wochen spektakulär die Vorratsdatenspeicherung zu Fall gebracht. Und wieder geht es um die staatliche Speicherung riesiger Datenmengen von Bürgern. Elena ist verfassungswidrig, weil in unverhältnismäßiger Weise die Daten aller Beschäftigten der Bundesrepublik Deutschland jeden Monat gespeichert werden, um 5 Bescheinigungen auf einfachere Weise zu erstellen, als sie bisher erstellt werden. Elena ist die Abkürzung für elektronischer Entgeltnachweis. Es bedeutet, seit Jahresbeginn übermitteln sämtliche Arbeitgeber verschiedenste Daten aller Beschäftigten. Und zwar per Computer an einen Zentralspeicher. Wer Sozialleistungen wie zum Beispiel Wohngeld beantragen will, braucht dann ab 2012 eine Chipkarte als Ausweis. Damit geht er zur Behörde und die ruft dann die erforderlichen Auskünfte direkt bei der Sammelstelle ab. Das soll die bisherige Papierflut ablösen und Millionen einsparen. Der Preis, die größte Zentralsammlung persönlicher Daten, betroffen alle 40 Millionen Beschäftigten. Dabei geht es nicht nur um die Löhne, sondern auch ganz Persönliches, wie war jemand krank und wie lange, wurde er abgemahnt oder hat man ihm gekündigt, wenn ja, warum? Das geht Dritte nichts an, meinen die Kläger. Es geht darum, dass ich als Bürger bestimmen kann, wo meine Daten bleiben, meine persönlichen Angaben. Es sind ja nicht abstrakte Dinge, sondern es sind Aussagen über mich. Die Kläger haben das ihre getan. Jetzt ist das höchste Gericht dran. Einen Zeitplan gibt es nicht, aber ein sensibles Datum. 2012 soll Elena in den Vollbetrieb gehen und den Zugang zum Datenpool eröffnen.